Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Remastered Edition, Tiberium-Konflikt auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und genau, wir waren beim letzten Mal in Mission 8 angekommen, UNO-Sanktionen, und genau, wir müssen hier unsere Basis und unsere Einheiten wieder aufbauen. Ich hatte beim letzten Mal tatsächlich... ja, so einen kleinen Feldversuch mal gemacht, ne? Ob das klappt, wenn ich die Panzer einfach ja, drauf losschicke und dann nur noch Manneken baue, aber das klappt nicht. Leute, das klappt definitiv nicht. Und das heißt, wir müssen jetzt hier noch mehr aufpassen. Okay. Reparieren Sie Ihre Fahrzeuge in der Werkstatt. Ja, das machen wir doch, Leute. So, da, genau. Der hat mir nämlich beim letzten Mal auch meinen Sammler weggenommen. Der Sack. Und, bam, genau. Das muss ich in diesem Fall vermeiden jetzt. Weil, ja, ohne Sammler, ohne Kohle, ohne Moos nichts los, ne? Das ist halt so. Und ich muss definitiv auch, sparsamer mit meinen Einheiten umgehen. Ist halt so, ne? Ja. Aber da würde ich sagen, erkunde einfach mit dem. Nicht verlieren den Jeep. Bitte nicht verlieren. Okay, gut. Okay, alles klar, da kommt er. Da kommt der Penner. So, da stehen meine Raketenwerfer schon bereit. Sehr schön, Leute. Die Raketenwerfer. Und bam, hier so, zack. Und zack. Ach du Scheiße. Da oben wieder die Artillerie. Da ist wieder die Artillerie da oben, ey. So, dann mach die platt. Mach die platt, bevor die schießt. So. Sehr, sehr gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir das. Und ja, da muss ich den Sammler eigentlich noch reparieren. Ich habe keinen Bock, den wieder zu verlieren. So, da steht der Gummipanzer. Ich würde den Grenadieren eigentlich platt machen. Na, eigentlich sollte ich das schaffen. So. Gut, dann macht das mal. Wo ist er denn hingefahren? Was zur Hölle? Ach, hier war doch so eine Serpentinenstraße. Da kann ich mich erinnern. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja, kann ich mich noch dran erinnern, Leute. Genau, da ist nämlich hier der Gummipanzer. Gummipanzer, was willst du? Kollege, du willst auf meinen Sammler, ne? Der Sack will auf meinen Sammler. Ja, na gut, okay. Aber hier unten, Flammenwerfer, genau, und wegmachen die Kacke, wegmachen. So, los. Ha, ich habe hier verteidigt, Kollege. So, sehr gut. Dann, Sammler, fahr bitte weiter. So, liebe Leute, und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe, beim guten Command & Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier versuchen, weiter mit der GDI-Kampagne ein bisschen voranzukommen, tatsächlich. Und ja, wir müssen hier einfach nur alles platt machen, ne? Genau. Hört sich einfach an, ist aber nicht immer einfach. Definitiv nicht. Und ja, was haben wir jetzt hier? Da kommen wieder diese scheiß Flammenwerfereinheiten. Okay. Komm, die kriegt er aber platt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war wieder so dumm, ey. Naja, gut. Wollen die auf den Sammler? Glaube ich nicht, oder? Nee, okay, sehr gut. Dann habe ich ja jetzt eigentlich meine Panzer. Beziehungsweise den Jeep. Der kann man hier ein bisschen erkunden fahren. Und dann muss ich eigentlich ja nur Kohle sammeln, Manneken aufziehen. Und, ja, die Basis dann versuchen platt zu machen, ne? Hier ist sogar die Kirche. Da ist aber kein Geld drin. Die geht auch nicht kaputt, ah, doch jetzt. Da ist aber, wie gesagt, keine Kohle drin, glaube ich. Wie gesagt, baut man eine Armee von Grenadieren. So, Leute. Zack, und hier auch nochmal 20 Stück von. So, was kommt da schon wieder?
diesen Buggy und... Okay, rein. Los, nach Hause. So, fahr direkt nach Hause. So, da ist nämlich die Kirche, aber da ist kein Dings. Ne? Da ist kein Geld drin. Okay. Schade, Leute. Da ist keine Kohle drin. Aber ich habe hier verteidigt, Kollege. So. Ich habe hier meine Raketenwerfer. Sehr gut, Leute. Ah, bleib mal hier. Bleib mal lieber hier. Jo. Was zur... Noch ein Grenadier, bitte. Nein, was machst du denn da? Ach, du Penner. So. Was zur... Was war das denn schon wieder? Das war wieder ein Jeep oder so, ne? Ja. Ja, weil, ja, gar keine schlechte Idee. Lass sie durchs Tiberium rennen. Wenn die so blöd sind, dann, ja, klar. So, Leute, dann. Ich habe eine Idee. Ich greife jetzt gleich seinen Sammler an. Mach mal ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Und zieh mal seine ganzen Einheiten, die der jetzt hier runterschickt. Zieh die mal in die Basis rein. Oh ja, Leute. So, sehr schön. Ja, oder der schickt gar nichts. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Der schickt gar nichts. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, gut. Dann nimm dir mal bitte die beiden BMTs. Und mach dem seine Scheißsammler platt. Die Raketenwerfer, ja, die sind eigentlich zu langsam, oder? Ja, wartet mal. Die machen aber gut Schaden. Wartet mal. Die machen gut Schaden, ne, die Dinger. Ja. So. Und jetzt will er noch rein, okay. Und rein da, los. Und, okay, und raus. Und fahrt nach Hause, los. So, dann. Jetzt kommt er nämlich angeschissen mit allem, was er hat. Und, ja, das will ich ausnutzen, liebe Leute. Die Einheiten will ich einfach in die Basis reinziehen. Ja. So, dann. Die Raketenwerfer, die machen einen guten Job, muss ich sagen. So. Leute, sehr schön. Kommt er jetzt mit Artillerien an? Okay. Mit Artillerien. Ja. Bam. Die Raketenwerfer sind so geil. So. Ja, lass den ruhig sauer werden. Ist in Ordnung. gut. Dann. Wow. Da könnt ihr mal sehen, was ein Artillerieschuss anrichten kann, ey. So. Und bam. So, Alter. Dann. Und bam hier. So. Sehr schön. Zack hier. So, dann. Genau, meine Minikin-Armee. Hallo? Ey. So. Sehr schön. Kann ich mir wieder die Raketenwerfer nehmen und den Sammler da mal platt machen. Kommt, Leute. Ihr müsst den Sammler jetzt mal kriegen da von dem. Ist doch nicht wahr, dass der da die Kohle wegklaut. So, dann. Und ruf da. So. Und ruf da. Und die Einheiten heute reinziehen. Das ist so die Master-Taktik hier. So, weil dann kommt er nämlich angeschissen, aber diesmal nur mit... Seht ihr das? Drei Gummipanzer. Zack. So, zack hier. Alles klar. Dann... Keine Chance. So, Leute. Dann zieh die ruhig rein. So, zack. Und bam. So. Fuck. Oh, jo, 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 jo. Shit. Da hat er den einen schon weggekriegt. Oh nein! Das ist ein Penner, ey. Ehrlich. Hat er mir zwei Raketenwerfer weggenommen. Unfassbar. Jetzt habe ich diesen Minikin an, ey. Geil. Ja, okay. So. Dann werde ich das aber jetzt so machen. Ich werde jetzt meine Panzer nehmen. Werde das nochmal speichern. Mission 8 GDI. So. Und dann werde ich jetzt mit denen
wenn der Jeep mal weg ist. So. Und einfach reinziehen. Los. So, Leute, alles klar. Wenn der Jeep mal weg ist und wenn die Einheiten mal repariert sind, ey. Mann, 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 der nervt schon ordentlich, der Gegner. Ja, mach mal Pause hier. Und repariere den Kack. So, Leute. Reparieren und reparieren. Sehr schön. Dann nehme ich mir jetzt mal die Panzer hier und stell die mal da oben hin. Los. Na, der sammelt so schnell, ne? Und drauf da, los. Drauf da. Macht ihn noch auf Rot. Kommt. Ja, sehr gut. So, haha, sehr gut. Alles klar, Leute. So. Wir haben nämlich keine Kohle mehr, dann soll der bitte auch keine Kohle mehr haben. So, dann bam, 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 bam. Sehr schön. Nicht immer auf die Raketenwerfer. Die sind nämlich richtig geil, die Teile. So. Ach, sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Dann machen wir hier noch ein paar Schützen. 20 am besten. 20 Schützen. So. Ja, warum eigentlich nicht? So, dann stelle ich die mal da ab. Da kommt er nämlich wieder. Ha, der Sack hier. So. Mit was kommt er jetzt angeschissen? Mit dem Mannequin. Ja, okay. Komm, die kriegt er. Sehr schön, Leute. Bam. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So, der hat nämlich noch einen hier, ne? Da ist der Eingang nämlich. Seht ihr das? Da ist nämlich der Eingang. So. Der Raketenwerfer ist weg. Ey, nein, Leute. Nicht der Raketenwerfer. Aber. Ha. So. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich wollte sagen, krallt euch den Sammler weg. Ja, dann. Fahrt die doch einfach platt. So. Oh Gott. Ja, aber der Sammler ist weg. Der hat noch einen. Noch einen Sammler. Alter. Meine Fresse. Schon ordentlich, ja. So, dann. Die Mannequin-Abteilung ist voll. Schau euch das an hier. So. Rums. Ja, das sind nur Flammenwerfer am Mannequin hier. Ja, das ist wichtiger hier. Dass wir die wegkriegen. So. Ich weiß nicht, ob der Sammler nachbaut hier. Das kann ich nicht sagen, Leute. Habe ich, wie gesagt, echt keine Ahnung von. Komm schon. Den kriegst du noch. Sehr gut. Mit so wenig Einheiten wie... Mit so wenig Einheiten wie möglich so viel Stress wie möglich machen, ja. Das ist natürlich ein Plan. So, dann schießt den Sammler bitte platt. Och nö, da kommt er schon wieder. Da. Hä? Der hat doch gar nicht gesammelt. Was soll das denn? Was soll das denn? Ja, gut. Alter, wie schnell sind denn die Flammenwerfer bitte? Wie schnell sind denn die Flammenwerfer bitte? Ah, ja, das war's. Ja, gut, Leute. Aber ich habe so viel Schaden wie möglich gemacht mit den Einheiten, würde ich mal sagen. Pff, ja, klar. So, die Mannequin hochziehen. Schaut euch das an. Dieser Mannequin-Angriff. Schon nicht ganz so schlecht, ne? Schon nicht ganz so schlecht. So, dann. So, genau. Stell die mal da ab, weil der Sammler, der kann, der kommt nicht mehr hier durch jetzt. Und ruf da, mach den im Arsch. Sehr schön. So. Oh, 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 oh. Die Raketenmännchen bitte nach hinten. Und ihr bitte hier vorne, an der Front. Ach, diese Kettenreaktion. Meine Güte, ey. So. Puh, okay, gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, haben wir nichts mehr, ne? Der hat nichts mehr. Sehr schön. Ja, gut.
Jetzt hat er doch noch einen Sammler. Wo hat er den denn jetzt her? Ey. Ey, vergiss du das mal. Flammenwerfer. Ach du Scheiße. Da habt ihr das mal gesehen, Leute. Ein Flammenwerferschuss. Ja, toll. Dreckssammler. Meine Fresse. Wie viele Sammler will der noch bauen? Da kommt noch einer. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch wohl echt jetzt nicht wahr. Leute. Der hat noch einen Sammler. Och, Leute. Ja, dann machen die den halt platt. So. Mach diesen Drecksammler weg, ey. So. Oh, Mann. Ja, toll. Jetzt habe ich hier natürlich meine Kohle verschwendet, ne? Die Raketenwerfer sind nämlich gegen die Schützen. Sind die echt nutzlos. Wie viele Sammler hat der eben wieder gebaut, ey? Oh, Mann. Aber, es sieht so aus, als hätten wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe sogar. Ne? Nein, aber nicht. Steht noch. Der hat noch einen Sammler. Das gibt's doch nicht. So. Alter Schwede. So, ja, jetzt ist vorbei. Schaut euch den Scheiß an. Diese Dreckskettenreaktion. Alle Einheiten weg. Oh Mann. Der braucht noch einen Sammler. Das ist unglaublich, ey. Unfassbar. Ja gut, komm, dann renn durch Siberien und geh kaputt. Genau. Oh Mann. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Kohle hat der denn noch? Für die Kacksammler. Mensch, ey. Also wirklich nicht mehr feierlich. So, gut. Mach ich jetzt halt mit dem wenigen platt. Wartet mal, mach die Raffinerie platt, dann ist der Sammler direkt mit weg. So. Und die Flammenwerfer bitte. Der baut weiter Flammenwerfer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es ist so verheerend. Der Bob, ey, ich krieg das nicht auf die Kette, ne? Ja, toll. Nichts gebracht, der Angriff. Nichts gebracht, wann habe ich gespeichert? Ja, vor dem Angriff. Ja, toll. Nichts gebracht, der Angriff, ey, Mann. Aber der baut die Türme nicht nach. So viel Kohle für nix eigentlich, ne? Wartet mal, dann lade ich das halt nochmal. So. Das kann doch nicht sein, Leute. Wie viele Kohle der da hatte. Ich habe noch meine Panzer jetzt, oder? Ja, ich habe jetzt noch meine Panzer. Okay. Gut. Ey, das ist aber. Ey, das ist aber uncool. So. So, dann. Vielleicht kann ich ja auch jetzt meinen Raketenwerfer noch behalten. Das wäre doch schon mal nett. So, Leute. Okay. Dann sind wir jetzt quasi noch vor dem Angriff, ne? So, dann. Okay. Ja. So. Gut, dann nehme ich jetzt meine Panzer bitte, Team 1, und stell die da hin. So, du auch, ne? Ja, genau, du auch, wunderbar. Ja, und dann müssen wir doch irgendwann mal da durchkommen, das ist doch nicht wahr. So. So, wenn er gleich nämlich angeschissen kommt... Ja, noch mal so, genau. Damit die alle schön gleichzeitig schießen können. Wenn der Sack noch mal da runterkommt, ey. Mann, Mann, Mann. So, Leute. Ich muss dem einfach seine Sammler nach und nach wegballern, ne? Das ist... Ich war mir gerade eine Taktik am Überlegen.
Ich muss dem einfach seine Sammler nach und nach wegballern. So. Da kommt er jetzt mit Mannequin. So. Und bam. Alles klar. Und den auch direkt weg. So, und bam. Sehr schön. Boah, die Raketenwerfer, die machen so einen guten Job. Und alle auf den Gummipanzer. Die Gummipanzer. Ihr macht das schon, oder? Sehr schön, Leute. Ihr macht das schon. Wunderbar. Sehr gut. Alles klar, da kann ich ja schon mal hochfahren. Und ihm dann hier vorne die Sammler wegnehmen. Genau den. So, da kommt er jetzt nämlich wieder angeschissen hier. Genau. Mit dem Mannequin. Sehr gut. Und ja. Sehr schön, Leute. So. Dann lasse ich die jetzt nämlich einfach da stehen. Den Raketenwerfer in schöner Distanz. Oh Mann, Leute. So, dann hier. Bam, bam. Bam, bam. So. Ey, nee, das ist aber uncool. So. Und, ja, schieß doch. So, sehr gut. Und hier den. Jetzt wegmachen, 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 wegmachen. Sehr schön. Den nächsten Sammler auch, bitte. So. Mach die einfach alle weg. So. Gut, dass sich der Raketenwerfer noch lebt, ey. So. Sehr schön, Leute. Alles klar, dann. Nicht mehr die mal und, zieh die mal nach oben. So. Schau ich das an. Zack, 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 zack. Wie so Ameisen, ey. Na gut, ich versuche den jetzt halt hier ausbluten zu lassen, ne? So. Und bam. Sehr schön. Und lass die. Oh Gott. So. Ich lass die einfach mal da stehen. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, lass ich den nochmal weiter ausbluten. Hm, beziehungsweise. Wartet mal, 20 Schützen. So. So. Ah, hat der noch Kohle jetzt hier, der Sack? Hat der noch Kohle, der Penner? Das sieht nicht so aus. Ja, doch, da hat er noch Kohle. Da hat er noch die Kohle für einen Sammler da. Sehr schön, Leute. Wunderbar. So. Oh, habt ihr das gesehen? Direkt die Mannequin weg. Ach du Scheiße. Ja, gut. Leute, gut. Lass den jetzt bitte ausbluten. Der hat noch mehr Flammenwerfer. So. Und bam. Und genau. Sehr schön, Leute. Und hier. Ja, gut. So. Kommt noch ein Sammler. Da ist noch ein Sammler. Ernsthaft. So. Dann hier und. So. Wie effizient soll ich denn noch sein, Leute? Was soll denn das hier? Hat er noch mehr Sammler? Hat er noch mehr Sammler hier? Ich will einfach nur. Der hat noch mehr Sammler. Oh mein Gott. Der hat scheinbar endlos Kohle, ne? Ha? Jetzt kommt er nur noch mit zwei Schützen an. Aha. Der ist nämlich schon fast weg, der Kollege. Der hat nämlich fast keine Kohle mehr. Mit dem werde ich einfach die Basis ein bisschen erkunden. Ha, jetzt hat er keine Kohle mehr. Schön ausgeblutet. Sehr schön, Leute. Ach, ist schon wieder Minute 24. Ja, super. Jetzt ist er aber schön ausgeblutet, tatsächlich. Wartet mal. Geht's hier irgendwie hoch? Ja, schaut mal, hier geht's hoch. Guck mal da. Was haben wir denn da? Hehehe, er ist ein Hintereingang. Aber gut. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, nehmt ihr die Raketen wenigstens und neues Team 1. Und dann reiße ich ihm jetzt die Basis in Schutt und Asche. Ah.
Rams. Oh Mann. Natürlich wirken drei Minigen raus. Oh Mann. Ja, der ist ausgeblutet. Das seht ihr, dass er die Sachen vertickt hier. Das seht ihr, dass er die Sachen verkauft. Der ist ausgeblutet, der Kollege. So. Sehr schön, Leute. Jawoll. So. Ich weiß ja, der hat ja nur 10 Sammler gebaut oder so, ne? So, bam. Sehr schön. Weiter geht's hier mit dem Mannequin. Mannequin Power. Das ist schon ordentlich, was die Raketen-Mannequin für einen Schaden anrichten können. Also wirklich. Schon übel, ne? So, dann hat da hier noch was. Ach, schaut mal da. Und hier noch eine Energie. Und da oben noch eine Flak. Und hier, mach den platt, komm. So, und bam. Ja, den Luftangriff habe ich dieses Mal gar nicht gebraucht. Ha, schaut mal hier, der Bauhof. Und weg damit. Sehr schön, Leute. Und bam, bam, batz. Mit einem Schuss weg. So, dann hier. Ja, gut. Wir haben es eigentlich geschafft, ne? Aber irgendwas ist hier oben wahrscheinlich noch. Ach da, schaut mal. Ein Raketentypi. Und da ist auch noch was. Da ist tatsächlich noch was. Was hat denn da noch? Eine Flak, ne? Da ist noch eine Flak. Ja, genau. Deswegen haben wir auch keinen Luftangriff gekriegt. So. So, hat er jetzt noch irgendwas hier? Der hat immer noch was. Der hat immer noch was. Okay. Grenadiere, kommt mal hier hoch. Wahrscheinlich ist hier in der Serpentinenstraße noch irgendwas. Rennt mal da hoch. Aber das würde ich sagen, speichere ich doch erstmal. GDI Mission 8. Das sieht auch gut aus, Leute. Dann haben wir die Mission gleich auch schon fertig. Hat er hier noch was? Nö. Jetzt wahrscheinlich nochmal die Serpentinen hoch. Ah, super. Aber kriegen wir auch noch hin. Wenn jetzt diese Folge halt wieder eine 30-Minuten-Folge ist, alles gut, Leute. Na, stopp. Da lieber nicht durch. So. Da war wieder eine Katze und wir müssen hier durch. Oh Mann. Leute. Scheiße. Ja, gut, aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie ganz geschickt hin. Dass wir da nicht zu viel Leben verlieren. Ja, sehr gut. Schaut mal da. Was hat dann hier noch? Ja, okay. Eine Flak. Okay. Da ist noch eine Flak. Krasser Typ. So. Mach die Platte hier los. Das war wahrscheinlich das letzte Gebäude, ne? Nö. Jetzt habe ich auch noch einen Luftangriff, aber... Wohin mit dem? Wohin mit dem? Wartet mal. Bestimmt hier oben noch irgendwo. Ja, wir haben jetzt fast alles durchforstet. Wir haben auch die Serpentinenstraße hinten freigeräumt. Wahrscheinlich ein Sammler oder so. Warte mal. Wo versteckst du dich? Wo versteckst du dich? Müssen wir das Dorf hier platt machen? Nee, eigentlich nicht. Ja, die Mediken werden kaputt gehen jetzt, ne? Das ist ja der Scheiß. Oh Mann. Ja, toll. Aber was ist denn da jetzt noch? Wartet mal. Die Raketenmanniken. Bau mal ein paar Schützen, bitte. So. Was hat er denn hier noch versteckt? Was hat er hier noch versteckt? Irgendwas ist hier noch. Wieder die Suche nach der letzten Einheit, ey. Typisch Command & Conquer. Naja, gut. Ach, hier? Ach! Schaut mal da. Feindlicher Soldat. Sehr schön. Ja, die kriege ich platt. Ist kein Problem.
Und ja, liebe Leute, dann haben wir das auch. Und mach doch den Luftangriff. Warum warte ich? Ah, jetzt sind es zwei Bomber. Schaut mal. Warum warte ich denn nur noch auf die Mannequin? Bam! Ha, das war's. Sehr schön, Leute. Ah, sehr gut. Fallschirmtruppen. Ja, wäre schön, wenn es die mal geben würde hier. Also wirklich. Naja, gut, liebe Leute. Mission 8 ist auch schon durch. Es ist nicht mehr viel, glaube ich. Gut, Leute, wir haben wieder ein Vielfaches der Einheit platt gemacht. Kein einziges Gebäude verloren, sehr gut. Und 639 Punkte. Das ist schon nicht schlecht, glaube ich. So, Leute. Wie sieht es denn aus mit dem Fortschritt in Europa? Ja, okay. Zwei Drittel gehört uns. Okay. Als nächstes gehen wir nach. Was ist das? Kroatien? Nee, Kroatien ist hier unten. Weiß ich gerade gar nicht. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, gucken wir uns noch kurz die Bonusgalerie an. Greg Burdett, Mann auf der Straße. Ja, das sind halt wieder diese Aufnahmen, ne, von der Mission und der. Hier. Warum sehen Sie so überrascht aus, Commander? Da hat sich der Kane bei uns gemeldet mit dieser dreckigen Lache. Aber gut, liebe Leute. Da würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Lasst die Glocke läuten. Und wie es hier in Mission 9 schon weitergeht, sehen wir auch bald beim nächsten Mal. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend durch. Tach. Ne? Tschüss.